Okay, dann, liebe Leute draußen bei YouTube, die ihr hier zuschaut, wir sind am letzten Teil unseres heutigen ersten Tages der KISS-Veranstaltung angekommen. Und ich präsentiere ihr Luisa Neubauer. Wir alle kennen sie, Fridays for Future-Aktivistin. Liebe Luisa, vielen Dank, dass du heute hier bist und ich übergebe dir hiermit das Wort. Vielen, vielen Dank. Es ist sehr, sehr schön, hier zu sein, virtuell. Ich finde, es wird jeden Tag deutlicher, wie dringend wir diese pandemische Situation überwinden müssen, weil ich finde schon auch, dass wir gerade in irgendeiner Form in einem Raum sein sollten und das in die Kamera sprechen. Ich dachte, man gewöhnt sich daran und ich glaube, ich zumindest. Entwickle so eine ganz abstrakte Sehnsucht für Menschenansammlung. Einfach nur, weil zwischen Menschen eine andere Energie ist als zwischen mir der Laptop-Kamera, aber wir arbeiten damit. Es ist eine, man könnte sagen, denkbar ungünstige Zeit, um darüber zu sprechen, wie man heute hoffnungsfroh bleiben kann. Man könnte sagen, komm doch in einem halben Jahr wieder. Und wir probieren das dann nochmal. Aber es hilft ja nichts. Auch in diesen Zeiten brauchen wir eine Anleitung zur Hoffnung, essentiell. Und ich probiere mich heute Abend daran, da die Situation, die Ausgangslage so diffus ist, da sich praktisch minütlich gefühlt die Stimmung in diesem Land verschärft, die sogenannte Müdigkeit gravierender wird. Gucken wir mal, wo wir dabei rauskommen. Ich verstehe das hier jetzt sagen als einen offenen Versuch, dem Begriff der Hoffnung in Zeiten der Pandemie, in Zeiten der Klimakrise, in Zeiten der ökologischen Zerstörung einen Rahmen zu geben, ein Zuhause zu geben. Wenn man über die Hoffnung in diesen Zeiten nachdenkt, wirkt die schnell naiv und schnell ignorant und ideologisch fast schon. Und ich glaube, zunächst einmal in den Raum gestellt, ist einer der größten Treiber für Hoffnung und Zuversicht in diesen Tagen die Erkenntnis. Aus kaum etwas strömt so viel Hoffnung wie aus der Erkenntnis. Und deswegen fange ich in diesem Vortrag bei der Erkenntnis an und bei den Krisen, die wir gerade erleben. Und wenn wir uns diesen Krisenkomplex angucken, der uns umgibt, der uns vor den Füßen liegt, der uns entgegenspringt, wenn wir unsere Zeitung und Browser öffnen, dann erleben wir eine Krise, die von Josef Settele als Triple-Krise bezeichnet wird. Ich würde sie als Fünf-Wochen-Krise bezeichnen und ich werde euch ein bisschen skizzieren, was ich damit meine. Ein erster Teil oder eine erste Facette, eine erste Dimension dieser fünffachen Krise ist offenkundig die Klimakrise. Die Klimakrise in all ihrer Wucht, in all ihrer Macht, in all ihrer Vehemenz, in ihrer Eskalationsgeschwindigkeit. Die Klimakrise, die auch während der Corona-Pandemie nicht anhält, obwohl das fleißig uninformierte Medien fröhlich vor sich hintreiben. Nein, die Klimakrise geht weiter und ich weiß, es ist counterintuitiv. Man denkt, alles hält an, dann muss die Klimakrise doch auch anhalten. Nein, stimmt nicht. Die Klimakrise rast weiter und zwar in nie dagewesenen Tempi. Die Rekorde überschlagen sich und mittlerweile gehört es schon zur feinen Art der Wissenschaft scheinbar, praktisch ununterbrochen neue Rekorde der menschlichen Naturzerstörung zu veröffentlichen. Und diese Klimakrise interessiert es nicht, ob wir gerade hingucken oder nicht. Über sie schreiben oder nicht. Und diese Klimakrise ist so ungesehen wie nie. Und in dieser Klimakrise erfahren wir auch, dass wir besagte Klimakrise niemals wie eine Klimakrise behandelt haben. Denn wie man eine Krise zumindest bespricht, zeigt die Corona-Krise ja ziemlich eindeutig. Und das wirft ein sehr tragisches Licht auf jegliche Versuche in der Vergangenheit, die Klimakrise ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, in die mediale Luft schnuppern zu lassen. Und was wir bei der Klimakrise feststellen, ist, dass wir eben nicht von einer Krise sprechen, die sich in CO2 äußert und die sich auch mit sozusagen schönen CO2-Bilanzierungen lösen lässt, sondern wir erleben eben, dass die vielfache Eskalation unserer planetaren Strömung, planetarer Gleichgewichte und Ökosysteme. Und nicht zuletzt ist es auch zum Beispiel das, was wir gerade in den Ozeanen erleben, zum Beispiel das Abkühlen des Golfstroms, was unglaublich besorgniserregend ist. Und ich finde, es macht demütig, es
verkrampft etwas in der Brust, wenn man darüber nachdenkt, dass wir als Menschen es tatsächlich geschafft haben, Ozeanströmungen, die für viele, 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 viele Jahrhunderttausende so geströmt sind, so sehr aus dem Gleichgewicht gebracht haben, nur durch unser ungehemmtes Räubern. Es macht demütig und verunsichert zutiefst. Und diese Klimakrise muss gehört werden und sie wird behandelt gerade wie so ein Besuch, der eigentlich gerade schon letztes Jahr hätte wieder gehen müssen, für den wir gerade keine Zeit haben. Die Klimakrise wird behandelt wie ein ungeliebtes Hobby, für das man mal viel Interesse und Zeit hatte, aber jetzt stehen einfach wichtigere Dinge an, wie ein Haustier, das man sich in einem Weihnachtsfreudentaumel gekauft hat und jetzt eigentlich denkt, boah, du kommst doch ohne uns klar, kann sich jemand anders drum kümmern. Die Klimakrise wird behandelt wie ein Trend, der ist irgendwann in, aber dann zwangsläufig auch wieder mal out. Und alle, die da für begeistert, interessiert, vehement auf der Straße sind ebenso. Die Klimakrise wird behandelt wie etwas, das man gut oder schlecht finden kann. Die Klimakrise wird behandelt wie ein Problem von AktivistInnen und WissenschaftlerInnen. Die Klimakrise wird behandelt wie etwas, was man auch mal ganz gut ignorieren kann, weil dann haben wir es ja auch mal den Kindern gezeigt. Aber die Klimakrise ist da. Und sie beschleunigt sich, sie eskaliert vor unseren Augen. Und ihr ist es egal, was wir machen, aber uns sollte es nicht egal sein, was wir es ihr machen. Das ist die erste Krise, die wir gerade erleben. Die zweite Krise, die uns vorliegt, das ist eine unangenehmere Angelegenheit, auch als Klimaaktivistin gesprochen, das ist das Artensterben. Denn das Artensterben, das, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder sagen, etwa, was wir als so etwa so gefährlich einstufen könnten wie die Klimakrise selbst, wurde auch von der Klimabewegung, zumindest von Fridays for Future, viel zu lange ignoriert und viel zu lange auf eine Themenbank der NaturschützerInnen geschoben, auf etwas, was man sich irgendwie kümmert, wenn man auch selbst, aber wenn wir das Klima nicht in den Griff bekommen, dann müssen wir es mit den Arten gar nicht anfangen, hat man so gesagt. Wir wissen mittlerweile, dass das so nicht aufgeht, dass wir in dem Augenblick, wo so viele Arten und damit eben auch ihre Funktionen in den Ökosystemen fehlen, herabfallen, weitaus, teilweise zumindest weitaus gravierendere Folgen auch für uns Menschen eintreten können. Und beim Artensterben ist es schwieriger, beim Artensterben zu erklären, warum das so wichtig für uns ist, weil die meisten Menschen eben beim Artensterben an ein paar Bienen denken, die dann vielleicht nicht mehr sind. Aber das ist ja nicht so wild, weil es gibt ja sicherlich andere Bienen und im Zweifel findet man irgendeine wunderbare Maschine, die die Funktion der Bienen erfüllt. Aber so funktioniert das nicht. Und es wirkt schnell esoterisch angehaucht, wenn man vom Netz des Lebens spricht. Aber im Zweifel ist es das Netz des Lebens und dass wir, in dem wir eingewoben sind, in dem wir uns befinden, ob wir wollen oder nicht, und in dem wir in unglaublichen Abhängigkeiten stehen. Und das stellen wir nicht zuletzt jedes Mal fest, wenn wir tief einatmen und uns fragen, woher dieser Sauerstoff denn eigentlich kommt, den wir da gerade atmen. Das Artensterben ist ein Problem, was wir nicht mit CO2-Reduktion lösen werden. Das werden wir auch nicht lösen mit schönen Klimazielen und Aktionsplänen beim Artensterben. Spätestens werden wir anfangen müssen, weniger zu tun. Weniger Raubbau, weniger Zerstörung, weniger Flächenfraß, weniger Ausbreiten, weniger durch die Welt wildern, als hätten wir 3,5 Planeten im Kofferraum. Man sagt, dass man etwa 30 bis 50% der Erdoberfläche unter Schutz stellen müsste, um zu ermöglichen, dass das Artensterben, das sechste große Artensterben, was in einem solchen Tempo voranrast, man kann es sich kaum vorstellen, um das in Zaum zu kriegen. Die Arten sterben schneller aus, als man sich das, als dass wir sie überhaupt finden und benennen können. Die Arten sind so lange auf dem Planeten und wir kommen daher und machen uns jeden Tag erneut zum gefährlichsten Lebewesen von allen. Beim Artensterben ist es, haben wir nicht nur ein politisches Problem, wir haben ein mediales, ein öffentliches Problem. Beim Artensterben haben wir ein Problem der Sprache, weil wir wissen nicht genau, wie wir darüber sprechen können. Aber wir werden das auch. Wir werden das machen, wir werden uns dem annehmen. Was ist eine Krise, die mich extrem besorgt und die uns nachdenklich machen sollte und die in jedem Atemzug, in dem wir über die Klimakrise sprechen, Einzug erhalten sollte tatsächlich. Denn auch Artensterben und Klimakrise lassen sich natürlich nicht voneinander trennen. Wenn wir das Klima zerstören,
Dann nehmen wir Arten ihre Lebensräume und in dem Augenblick, wo Arten intakt sein können, leben können, Luft filtern und Klima auch mit uns gemeinsam steuern, neutralisieren können, können auch Klimaeffekte abgeschwächt werden. Das ist der zweite Teil dieser Krise. Und nun kommen wir zur dritten Dimension dieser fünffachen Krise. Und das ist der pandemische Teil, das, was praktisch neu für einige und erwartet für viele andere ist. Die Pandemien, vor der vor vielen, vielen Jahren schon gewarnt hat, die Weltgesundheitsorganisation warnt seit Jahrzehnten davon, dass der ökologische Raubbau, den wir betreiben, ein pandemisches Risiko mit sich bringt. Und um das einmal klarzustellen, nein, Corona ist nicht die Folge von, zwangsläufig die Folge von ökologischem Raubbau. Aber wir wissen einfach, dass die Art und Weise, wie wir mit den ökologischen Grundlagen umgehen, wie wir roden, wie wir ganze Primärwälder zerstören, 1 Hektar alle 6 Sekunden, in der Art und Weise, wie wir mit Tieren umgehen, wie wir sie behandeln und verhandeln, steigern wir die Wahrscheinlichkeit, dass Pandemien wie Corona ausbrechen. Und das ist nichts, was ich in die Welt setze oder schön spreche, sondern das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit, wie gesagt, Jahrzehnten deutlich machen, der Expertenrat der Bundesregierung hat 2015 sehr eindrücklich in dem Grünen Buch so genannt davor gewarnt, dass eine SARS-CoV-Pandemie ausbrechen könnte, dass es ein Risiko dafür gibt, ganz konkret. Und das Szenario, was Sie geschildert haben, 2015 war das, ist so erschreckend ähnlich mit genau dem, was wir erlebt haben. Und trotzdem hat man es nicht für möglich gehalten, trotzdem hat man es unterschätzt. Und es sollte uns eine großartige Lehre sein darüber, was wir gerade mit der Klimakrise anstellen. Genau dieses Sicherheitsgremium übrigens warnt in dem aktuellsten Report vor einer Wasserknappheit in Deutschland im Jahr 2030 in einer erschreckenden Genauigkeit. Und schon wieder muss man sich fragen, ob man da an der falschen Stelle weghört. Wir haben die Klimakrise, die keine Emissionskrise ist, sondern eine Krise der vielfachen planetaren Zerrüttung von Gleichgewichten, die keine Gleichgewichte mehr sind. Wir haben das Artensterben, was die Klimakrise durch die Klimakrise beschleunigt wird und was die Klimakrise beschleunigt, was das sechste große Massensterben ist, wie man es nennt, das uns immer näher kommt und das immer mehr von dem in Frage stellt, was wir selbstverständlich halten, nämlich die Arten um uns herum, die das ermöglichen, was wir so als Leben und Existenz bezeichnen würden. Und das dazugekommene Gesundheitsrisiko, das pandemische Risiko. Das sind die ersten drei großen Krisen, die als Triple-Krisen bezeichnet werden können. Drei großartige materielle Probleme, vor denen wir jetzt gerade stehen und die wir auch nochmal in einer neuen Härte erfahren, in ihren Konsequenzen, in ihren Folgen. Und grundsätzlich könnte man ja sagen, okay, nun, jetzt haben wir die Klimakrise, das Artensterben, pandemische Risiko, bei dem man übrigens, Klammer auf, natürlich feststellen muss, es wäre naiv anzunehmen, dass Corona die letzte Pandemie ist, die wir erleben. Wir sprechen jetzt sozusagen von Corona als einem einzigartigen Ereignis. Das hat man einmal und dann nie wieder. Das stimmt natürlich nicht. Wir räubern ja weiter. Wir nehmen weiterhin die Natur auseinander. Wir verringern weiterhin die Distanz zu eben den Tieren, die dann so schnell diese Infektionskrankheiten, diese sogenannten Zoonosen, die von Tieren auf Menschen andersrum überspringen, übertragen lassen. All das sozusagen beschleunigen wir hier weiter. Und auch während wir in dieser Schockstarre stehen, in dieser allseits zermürbenden pandemischen Lockdown-Situation, räubern wir ja weiter. Wird eine Agrarpolitik in Europa beschlossen, die Lebensräume weiter zerstört, werden Klimaziele weiter verfasst, werden Automobilprämien verhökert, und wird das hier, was diese Pandemie begünstigt hat, weiter verschärft. Und gleichzeitig könnte man sagen, wir haben diese drei Krisen, warum nehmen wir sie uns nicht einfach vor? Und wir haben ja die Lösung. Das ist ja das Wunderbare daran. Wir haben die Klimakrise so sehr, 40 Jahre lang aufs Tiefste analysiert. Wir wissen, was uns da rausbringen kann. Es gibt die Pläne, die Ideen, die Konzepte, die Visionen. Wir wissen, was tun, getan werden kann, um das Artensterben zu stoppen. Wir wissen, dass es Möglichkeiten gibt, tatsächlich auch viele von den schon gefährdeten Arten wieder zu verhelfen, zu leben, sich zu vermehren, Stabilität zu erlangen. Wir wissen, was getan werden kann, damit dieses pandemische Risiko sinkt. Wir wissen schon wahnsinnig viel. Und es mangelt uns nicht an politischen Plänen, es mangelt nicht an irgendwelchen Zielen, die festgelegt werden. Und ich würde fast behaupten,
Es mangelt auch nicht an einer politischen Öffentlichkeit. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, dass ein Politiker von fast jeder demokratischen Partei, auch eine Politikerin übrigens, erklären könnte, dass sie jetzt für Klimaschutz eintritt und selten oder beispielslos wenig kritische Blicke einfangen würde. Das ist in Ordnung. Das Problem sind an dieser Stelle, und das ist einzigartig und in dieser Situation waren wir noch nie, das Problem sind zwei weitere Krisen, die sich auf diese Triple-Krise drauflegen. Und das sind keine materiellen Krisen, das sind keine Krisen, für die wir einfach einen Emissionsplan oder einen Ökosystemplan vorlegen können. Das sind keine Krisen, bei denen wir sagen können, wir machen Schritt A, B und dann folgt logischerweise C. Die anderen beiden Krisen, die sind komplexer, die sind schwieriger und die sind härter auf eine gewisse Art und Weise. Die vierte Dimension dieser fünffachen Krise, das ist die Vertrauenskrise. Vor etwa einem Jahr habe ich einen Text geschrieben, eine Sternkolumne, in der ich erklärt habe, warum uns die Corona-Pandemie gerade so wahnsinnig hilfreich sein kann in all ihrer Katastrophenartigkeit. Und zwar, weil die Corona-Krise uns zeigt, dass man Krisen ernst nehmen kann. Und das war lange Zeit nicht klar. Und ich habe damals geschrieben, dass die Corona-Krise uns ein Beispiel dafür sein kann, wie wir uns gemeinschaftlich solidarisch Krisen annehmen, sie bewältigen und diese Krisenbewältigungserfahrung abspeichern im kollektiven Gedächtnis und dann anwenden, wenn es um die nächsten Krisen geht, um die Klimakrise, um das Artensterben und um das pandemische Risiko zum Beispiel. Und ich habe damals geschrieben, was für ein wichtiger Moment das sein kann in unserem Human Moment, in dem wir sind, dass wir diese Erfahrung machen, eine Herausforderung zu bewältigen, einen Erfolgsmoment zu haben als Menschheit. Denn wir erkennen zwar an, dass wir eine Menschheit sind, aber verhalten es erschreckend selten wie eine. Und jetzt sind wir da ein Jahr später und wir stellen fest, dass eine Krise bewältigen zu wollen nicht reicht. Man muss es auch können. Und bei der Situation, die wir gerade jetzt erleben in vielen Teilen der Regierung, müssen wir uns fragen, ob das Können, wollen, das. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und das ist ein Gefühl, was ich niemandem wünsche. Und ich glaube, ganz viele von uns haben das, dass man sich nicht mehr ganz sicher sein kann, wie es eigentlich steht um die Krisenbewältigungsbereitschaft und vor allem um die Bereitschaft, die Krisen dann auch tatsächlich zu bewältigen, sich Mechanismen zu arbeiten, die vielleicht noch nie jemand genutzt hat. Die Systeme in Frage zu stellen, die diese Krisen erst begünstigt haben. Wir wissen nicht, wie es um die Bereitschaft steht, neue Werkzeuge ins Leben zu rufen. Wir wissen nicht, wie es um die Bereitschaft steht, tatsächlich mehr auf die Menschheit, auf die Wirtschaft zu hören. Wir wissen es nicht, wie es um die Bereitschaft steht, auf das zu hören, was die Menschen gesund und nicht nur beschäftigt. Wir wissen nicht, wie es um die Bereitschaft steht, Kitas vor Großraumbüros zu stellen. Wir wissen nicht, wie es um die Bereitschaft steht, das tatsächliche Wohlergehen der Menschen vor den errechneten Wohlstand der Menschen zu stellen. Wir wissen nicht, wie es um die Bereitschaft steht, vielleicht das Wohlergehen der Börse hinten anzustellen, um das Wohlergehen der Menschen sicherstellen zu können. Wir wissen das gerade nicht ganz. Und das ist bitter. Und es ist eine Krise, eine Vertrauenskrise, die sich breit macht, die artikuliert sich in einer neuartigen Grimmigkeit, in einem Grundgrummeln, in einer mürrischen Haltung den Regeln und Gesetzen gegenüber, in einem tiefen Misstrauen den Menschen gegenüber, denen wir vertrauen sollen können. Und die fünfte Dimension, und das ist das, wo wir gerade stehen, die fünfte Dimension dieser fünffachen Krise, die sich auf eine Klimakrise, ein Artensterben, ein pandemisches Risiko und diese großartige Vertrauenskrise drauflegt, das ist die Krise der Hoffnung. Das ist der Moment, in dem wir uns nicht nur fragen können, warum haben wir noch Hoffnung oder wofür, sondern auch in wen oder was. Hoffnung ist eine komplexe Angelegenheit und was letztendlich die Fallback-Solution für Hoffnungslosigkeit ist, dass es Institutionen oder Menschen oder Stimmen gibt, in die man Hoffnung stecken kann, selbst wenn man in die Sache nicht mehr so richtig vertraut. Und viele von diesen Hoffnungsträgerinnen
unter anderem vielleicht eine Kanzlerin, gehen uns gerade ein bisschen flöten. Und das ist der Moment, wenn nichts leichter scheint, als im Zynismus zu verfallen. Wenn nichts leichter scheint, als die Krisen kleinzureden und sich irgendwelchen QuadratdenkerInnen anzuschließen. Wenn nichts leichter scheint, als die Krisen zu relativieren und auf andere zu schieben. Wenn nichts leichter scheint, einfach in einen Grundpöbelmodus zu verfallen. Wenn nichts leichter scheint, als zu resignieren, einzupacken und sich ganz friedlich einen Flug nach Malle oder sonst wo zu buchen. Und was machen wir jetzt daraus? Das ist die große Frage. Und was machen wir aus dieser fünffachen Krise, die uns da liegt? Und ich glaube, viele Menschen, die von euch, die das gerade hier hören, sind ja dann auch noch Menschen der Fraktion, die auch auf das Ende der Pandemie setzen, damit wir uns wieder mehr um die Klimakrise sorgen können. Es ist eine ziemlich komplizierte Ausgangslage. Und ich biete uns Folgendes an. Wenn wir wissen, dass es das Leichteste ist, in diesem Augenblick dem Zynismus zu verfallen, wenn wir wissen auch, dass das größte Geschenk wäre für all die, die den fossilen Kapitalismus vorantreiben wollen, die den Status quo bewahren wollen, die die Klimazerstörung weitertreiben wollen, die verhindern wollen, dass Kinder auf dieser Welt hoffnungsfroh in ihre eigene Zukunft blicken. Wir wissen, dass deren größtes Geschenk unser Zynismus wäre. Wie wäre es, wir geben denen das nicht? Und es kommt was dazu. Diese Erfahrung, die Menschen in diesem besagten Impfdebakel mit der Bundesregierung machen, das Gefühl, dass nicht auf die Wissenschaft gehört wird, das Gefühl, dass irrationale Entscheidungen getroffen werden, das Gefühl, dass Prioritäten verrutscht werden, das ist ein Gefühl, was Menschen vielfach in diesem Land gerade zum ersten Mal machen, im Kontext der Impfung. Wir allerdings, diejenigen, die Klimabewegten, die ökologisch versierten, Teil der Klimabewegung aus allen möglichen Teilbereichen, Menschen, die in Schulen sich mit Klimabildung beschäftigen und so weiter und so fort, wir kennen dieses Gefühl. Denn das ist das Gefühl, was uns seit Jahren auf die Straße treibt. Das Gefühl, dass nicht auf die Wissenschaft gehört wird, das Gefühl, dass Prioritäten verrutscht werden, das Gefühl, dass irrational gehandelt wird, wir kennen das. Denn das ist das, was die Klimakrise zu dem Punkt bringen konnte, wo wir gerade stehen. Lass uns darauf setzen. Wir sind nicht neu in dieser Situation, wir sind neu in einer pandemischen Ausgangslage, wir sind neu in einer grundgestressten politischen Landschaft, wir sind neu in einer Zeit, in der die Grundbelastung aller Menschen so viel höher ist, als sie sein sollte. Aber wir sind nicht neu in dieser emotionalen Ausgangslage, in der wir uns befinden. Und wir wissen, was wir in diesen Situationen tun können. Wir bedienen uns der empörten Zuversicht. Die Empörung muss sein. Das Aufregen ist so wichtig. Wenn wir aufhören, uns aufzuregen, dann gute Nacht. Wir regen uns weiter auf wie ein Empörer, das ist wichtig. Und wir lassen uns aber durch die Empörung nicht abhalten von einem zuversichtlichen Blick in die Welt. Wir lassen uns nicht abhalten von dem Wissen, dass eine genuin gerechtere Welt möglich ist. Das ist ja der erste Grund, warum wir das machen, was wir machen. Warum gehen wir auf die Straßen? Warum kämpfen wir im Bildungssystem? Warum kämpfen wir in der Wissenschaft? Weil wir wissen, dass es besser gehen kann. Wir kämpfen nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es nicht so bleiben muss. Diese empörte Zuversicht ist das, was uns in diesem Augenblick so viel helfen kann, ist das, was uns in diesem Augenblick emotional eine Brücke bauen kann in einen Zustand, in dem wir mit diesen fünffachen Krisen arbeiten können. Empörte Zuversicht muss aber gelernt sein. Auszuhalten die Ambivalenz zwischen Unzufriedenheit, Entrüstung und Empörung auf der einen Seite und der Unerbittlichkeit, wenn es zu Zuversicht und Hoffnung kommt. Dafür müssen wir Räume schaffen. Dafür brauchen wir ein Lernen, ein Einfordern, ein Austeilen. Dafür brauchen wir das Miteinander über Hoffnung sprechen. Und dafür müssen wir vor allem einen wichtigen dialektischen Dreh begehen. Wir haben in der Vergangenheit viel von dem Handeln für eine bessere Welt von den Krisen abgeleitet. Wir haben von den Krisen her argumentiert. Wir haben gesagt, hey Leute, die Klimakrise ist da, lasst es uns besser machen, weil da ist doch die Klimakrise. Und bitte, please panic. Ich glaube, wir müssen niemand mehr in diesem Land erzählen, dass Krisen blöd sind. Und ich glaube, wir müssen auch niemand mehr in diesem Land erzählen, dass man vor Krisen besser schützen sollte, dass Prävention wahnsinnig schön ist und dass Krisen, wenn sie dann erstmal kommen, unerbittlich sein können. Das ist offensichtlich. Und jetzt geht es darum, dass wir die Bilder gestalten in den Köpfen der Menschen, die eine tatsächliche Alternative sein können zum Status quo, zur Krisenrealität, zur Wirklichkeit, die uns in einen Punkt bringt, in dem wir sie eigentlich nicht mehr so richtig haben wollen. Die Alternativen sind ja da, die Bilder einer besseren Welt. Aber es liegt an uns, sie zum Leben zu erwecken, auszumalen, zu zeigen, was es ist, wofür wir genau kämpfen, wofür wir kämpfen, wofür wir einstehen, wofür wir all das machen, all das Engagement, all das Aktivsein, all das Knobeln und lange Stunden, lange Nächte haben. Es liegt an uns,
den Leuten ein Angebot zu machen von einer dieser genuin gerechteren Welt, für die wir einstehen und für die wir unsere empörte Zuversicht Freiraum geben und uns von ihr leiten lassen und uns von ihr treiben lassen und nicht aufhalten lassen. Und irgendwann wisst ihr, dass werden wir in diesem Punkt sein, dass wir auf diese Zeit zurückblicken und uns fragen, welcher Mensch und welche Menschheit waren wir in dieser Krise? Und angesichts der Tatsache, dass wir die nächsten Jahrzehnte ununterbrochen in irgendeiner Art von Krise sein werden, wir wollen oder nicht, definiert sich auf einmal ganz schön viel von unserem Menschsein durch unser Sein in den Krisen, durch unser Verhalten in den Krisen. Also lasst uns aus diesen Krisen, lasst uns in diesen Krisen die Art von Menschsein, von Menschheit sein, die wir gewesen sein wollen, auf die wir zurückblicken wollen und auf die wir mit empörter Zuversicht zurückblicken können. Und dann werden wir uns umdrehen und feststellen, dass wir in einer Zukunft gelandet sind, in der Gerechtigkeit nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel ist und der Kinder, egal wo sie aufwachsen, sich auf ihre eigene Zukunft freuen können, in der die Zukunft ein Versprechen ist und die Vergangenheit eine Geschichte, auf die wir wohlwollend zurückblicken können und wir wissen, wir haben das Beste aus ihr gemacht. Und es wird jetzt noch eine Weile hart bleiben. Diese Pandemie wird nicht so schnell vorbeigehen und die Klimakrise rast weiter. Wir dürfen uns nicht aufhalten lassen. Wir haben alle Mittel. Wir sind krisenfest, ob wir das glauben oder nicht, auch wenn man es schnell vergisst. Wir haben schon Krisen ernst genommen, bevor es andere gemacht haben. Und in dem Sinne lasst uns unsere empörte Zuversicht fest in die Hand nehmen und uns von ihr treiben lassen, von ihr motivieren und leiten lassen, weiterzukämpfen, nicht aufzugeben, dem Zynismus nicht zu verfallen, sondern im Gegenteil mit einer neuen Radikalität, mit einem neuen Wohlwollen auf die Welt und auf die Zukunft blicken. Vielen, vielen Dank. Ja, Luisa, ich danke dir. Ich hoffe, du kannst mich schon wieder hören. Ich muss kurz mich hier wieder einschalten. Also ganz herzlichen Dank für deine ehrlichen und anschaulichen und auch sehr direkten Worte. Ich denke, du sprichst hier sehr, sehr vielen Menschen aus der Seele. Und mich hat es jetzt zutiefst berührt. Und die Frage ist, hast du denn Zeit? Es sind einige Fragen reingekommen. Hättest du Zeit, da noch Antworten zu geben? Ja, wunderbar. Kann ich machen. Okay, super. Dann einen Moment. Ich rufe mal hier den Chat auf. Ich würde anfangen mit Jonathan, der ist 10 Jahre alt. Und die Frage wurde, ich denke mal, von seinem Vater vielleicht geschrieben. Und er fragt, glaubst oder weißt du, ob wir alle Krisen überleben werden? Ja. Das weiß ich natürlich nicht. Das weiß, glaube ich, niemand. Aber was wir wissen, ist, dass wir ganz schön viel in der Hand haben, schon heute, um sicher zu gehen, dass das nicht oder um zu möglich zu machen, dafür kämpfen, dass das nicht passiert. Und ich glaube, da wir aber nicht wissen, sozusagen, da wir nicht sicher sein können, das kann, wie gesagt, niemand sagen, wie sozusagen, ob wir das Ganze noch rechtzeitig gedreht bekommen, ist es so wichtig, dass wie wir kämpfen, wie wir uns einsetzen, wie wir uns engagieren, dass dieses Wie auch mit Leben gefüllt wird, dass wir das liebevoll machen, dass wir das Hand in Hand miteinander machen, dass wir solidarisch machen. Weil im Endeffekt ist auch, wie wir uns engagieren in dieser Situation, ebenso wichtig, wie dass wir uns engagieren. Denn im Endeffekt wollen wir zurückblicken und wissen, wir haben nicht nur das Beste getan, was wir tun konnten und am meisten und am besten gekämpft, sondern dass wir es auch so gemacht haben, dass wir eine gute Zeit hatten. Das ist ganz wichtig, dass wir in unserem Aktivismus zum Beispiel Spaß haben und lachen und auf dem Boden liegen und irgendwie weinen und lachen und tanzen können und all diese Sachen. Das gehört dazu, das muss ein Teil davon sein. Wir wollen nicht in 20 Jahren feststellen, dass wir alle leider zwar die Welt gerettet haben, aber blöderweise ganz grimmig und verdrossen dadurch geworden sind. Ja. Okay, danke. Dann fragt hier jemand nach einer englischen Übersetzung. Ich denke, das können wir jetzt hier nicht beantworten oder ich weiß es gerade nicht. Dann fragt Lucy, wie kannst du dir die ganzen Zahlen, Fakten, Zusammenhänge und Zahlen eigentlich merken? Weil ich jeden Tag seit sehr langer Zeit mit der Kinderkrise verbringe. Und es ist wichtig, dass ich das, also es ist,
Ich probiere sehr sorgsam mit dem zu sein, was ich sage. Und das heißt, ich sage keine Zahlen, von denen ich nicht weiß, dass sie richtig sind. Aber ich wiederhole es auch viel logischerweise, weil es sind noch viele Sachen, die muss man immer und immer wieder sagen. Und dann ist es irgendwann da. Ja, ich glaube übrigens, also ich glaube ehrlich gesagt nicht so richtig an die Macht von Zahlen. Also ich glaube, manchmal ist es so ganz fancy, wenn man sozusagen eine Zahl droppen kann. Aber wenn ich mich sozusagen an Vorträge erinnere, die mich begeistert haben oder an Reden, die mich begeistert waren, war das eigentlich niemals eine Zahl, sondern das war immer ein Gefühl, ein Bild. Und ich denke immer wieder an Johann Rockström, der hat bei der Klimakonferenz in Madrid mal eine Rede gehalten und hat ganz aufwendig, und das ist ja ein fantastischer Forscher, und der hat da in Madrid, da saßen wir, die neueste Science, die neueste Wissenschaft vorgestellt. Und er hat dann erzählt von den planetaren Grenzen und von den Kipppunkten. Und das hat er wahnsinnig anschaulich gemacht, hatte ganz tolle Grafiken dabei. Und das Einzige, was ich von seinem Vortrag erinnere, ist, wie er ganz am Anfang auf die Bühne gegangen ist und hat gesagt: Hallo, mein Name ist Johann Rockström, ich bin Vater und ich habe sehr, sehr große Angst. Und dann war es eigentlich auch gar nicht so, dann waren die Zahlen super, aber das bleibt nicht hängen. Deswegen, ich glaube, wer sich keine Zahlen merken kann, macht ihn nicht mit den Zahlen. Ja. Okay. So, und als nächstes haben wir Franka. Sie fragt, das ist jetzt eine politische Frage, glaubst du, mit einer grünen Bundeskanzlerin oder einem grünen Bundeskanzler kann diese Hoffnung und dieses Vertrauen wiederhergestellt werden? Nein, also ich glaube, die Krisen, in denen wir sind, sind so tief, das kann keine einzige Person, egal was für ein Superman oder Superwoman es sein wird. Selbst wenn es dann nochmal eine ganz neue und eine ganz großartigste politische Person, die wir uns nur irgendwie ausmalen kann, selbst wenn es die sein würde, dann wird es nicht, dann wird nicht diese eine Person in der Lage sein, irgendwas in dem was zu machen. Es muss auch von uns kommen. Das muss von einer politischen Öffentlichkeit kommen, von einer Zivilbevölkerung, das muss dann natürlich auch von einer weiteren Regierung kommen. Aber ich glaube schon, dass wir es auch als Gemeinschaftsaufgabe verstehen müssen, dass wir einmal sozusagen natürlich jetzt im Laufe zu den Wahlen den Druck erhöhen, den notwendigen Druck und die klaren Forderungen stellen, Menschen, Mitmenschen mobilisieren, wählen zu gehen, protestieren zu gehen, all diese Sachen, dass wir das sozusagen im Vorfeld irgendwie vorbereiten, so gut wir es können. Da natürlich entsprechend wählen gehen und dann aber auch nicht locker lassen, weil dann es wird hart sein und was im September sozusagen da einer neuen Regierung übergeben werden wird, das wird nicht ein Land in Bestform sein, im Gegenteil. Und das wird auch für die EU Konsequenzen haben, das wird, da werden wir richtig viel zu tun haben. Und ich glaube, ich sehe überall Menschen, die große Lust darauf haben, aus diesen ganzen Krisen große Gerechtigkeitsverbesserungen, Veränderungen, Wandel rauszuorganisieren. Und ich fände es so schön, wenn wir in einen Punkt kommen, dass wir sagen können, wir haben eine Regierung und wir wissen, wir können der im weitesten Sinne eigentlich sehr, sehr gut vertrauen. Die macht nicht alles perfekt und prima und so, aber ein Grundvertrauen ist da. Und das liegt aber dann auch an uns, genau, dafür zu sorgen, dass diese entsprechende Regierung eingesetzt wird und dass sie weiß, was wir von ihr wollen. Okay, dann geht es hier weiter mit Corona Weiß. Worin siehst du die Rolle der Schulen zur Klima ist in Klammern geschrieben, Klimakrisenbewältigung? Großartig. Also ich bin sozusagen sehr in meiner Schule nachdenklich geworden, weil ich das so absurd fand, dass man damals so über diese Krisen gesprochen hat, als wären sie so realitätsfern, also als wäre das so eine Sache, die passiert nur zwischen den zwei großen Pausen. Und da ist Klimakrise und davor ist Cafeteria und danach Fußballspielen gehen. Und dazwischen haben wir dann Zeit für Krise und sonst finden die aber nicht richtig statt. Und ich weiß, als ich nach Hause gerannt bin, dachte so, das ist ein bisschen komisch, weil, also wenn diese Krisen so schlimm sind, dann wieso passen die 90 Minuten, dann sind sie da draußen nicht mehr. Und ich glaube, diese Krisen sozusagen verständlich zu machen, über Krisen zu sprechen, wie Krisen tatsächlich hier, wie sie auch Lebenskrisen sind, das meine ich jetzt sagen so ganz faktisch, und dann aber eben auch darüber zu sprechen, was sozusagen, wie Selbstwirksamkeit aussehen kann in diesen Krisen, wo das Potenzial ist, sie zu lösen, aber wo es dann eben auch daran liegt, dass eben jeder und jeder Einzelne aktiv wird. Das ist, glaube ich, etwas, was ich zumindest in Lehrplänen ganz selten erlebt habe. Also über die Klimakrise, glaube ich, kann man ganz toll lange in Form von Emissionen sprechen, aber politische Mobilisierung, Bereitschaft, Sensibilisierung, all das ist so eine, das ist etwas, was für mich unweigerlich dazugehört. Und auch das, bei uns, wo haben wir dann sozusagen das Real Life
das für eine Zweifelsgeburt mit der Familie ausgerechnet haben. Und im Nachhinein ist es total gravierend, dass sozusagen die Botschaft war, Mama und Papa, könnt ihr bitte ein bisschen weniger die Waschmaschine nutzen, weil die ist nicht so gut fürs Klima. Ich meine, das ist auch sozusagen, es färbt ein ganz komisches Bild. Und diese jungen Menschen, die gerade in den Schulen sind, in diesem Land so, die werden ihr ganzes Leben mit der Klimakrise und in der Klimakrise verbringen. Und das wird eine Krise, die wird immer unangenehmer und hektischer und chaotischer und aufdringlicher und einnehmender. Und sie wird immer mehr auch noch andere wichtige Themen verdrängen, ob man will oder nicht. Und ich finde es so merkwürdig, dass man irgendwie meint, es sei okay, dass viele junge Menschen einfach nicht darauf vorbereitet werden. Und das heißt, die immer equipped werden, so, was da sich eigentlich sozusagen dieser Krise stellt. Und auf der anderen Seite liegt ja ganz viel Magie drin, weil ich meine, stellt man sich vor, was, also die meisten Menschen erinnern sich an irgendeine ganz tolle Person in der Schule, manchmal auch eine ganz blöde, aber so, es gibt ja auch sozusagen einfach eine unglaubliche Chance darin, dass man sich überlegt, wie wäre es, wenn einfach die nächsten Jahrgänge von Schülerinnen und Schülern, die ihre Schule verlassen, bereit wären auf irgendeine Art und Weise, sozialbereit, politisch bereit, informiert genug oder sensibilisiert genug. Und das ist ja eine vielschichtige Angelegenheit, aber da liegt ja eine solche Hoffnung drin. Und ich meine, wir brauchen diese jungen Menschen, die gemeinsam Wandel gestalten und die eigene Zukunft anpacken. Und dafür muss, glaube ich, ein Fundament in der Schule gelegt werden. Und wird es ja auch teilweise. Es gibt ja unglaublich viele tolle Projekte an Schulen, die das auch machen. Und das ist sehr atemberaubend, was da schon passiert und wie viel Kreativität da an den Tag gelegt wird. Und ich höre da viel von und immer mehr von. Und mir schreiben auch viele Leute und ich bin nur... Also, ja, beeindruckter. So, ich denke, es sind immer noch drei Stück. Insomnia 2K fragt, das ist jetzt hier eventuell zu persönlich, das musst du entscheiden, ob du das beantworten möchtest. Was treibt dich dazu an, jeden Tag für Nachhaltigkeit einzustehen? Leicht wird es dir augenscheinlich nicht gemacht. Nee, aber hat doch niemand gesagt, dass es leicht wird. Naja, also ich meine so, wir haben eine, also wie gesagt, es ist ein human moment. Es ist eine einzigartige Menschheitssituation, in der wir sind. Und ich glaube, sozusagen, wir können die ignorieren, glaube ich. Das kann man ja wahrscheinlich gut. Also viele Menschen machen das ja auch teilweise auch als Chef eines Ministeriums. Und das geht und das heißt aber, man ist den ganzen Tag damit beschäftigt, einen Teil der Gegenwart zu leugnen oder zu relativieren. Das ist ja ein unglaublicher Kraftakt. Also das schränkt dir total ein, weil wenn man anfängt, sozusagen selektiv Gegenwarten wahrzunehmen, Himmel, Herr Gott, da muss man richtig navigieren. Dann gibt es die andere Möglichkeit, das ist sozusagen das Verherrlichende, das dann sozusagen so eine Luftposthoffnung, also so eine Hoffnung, einfach so eine Technologie oder irgendwas, und dann weiß ich aber, es geht nicht so ganz auf. Und dann kann man sich davon irgendwie total, man kann sich dann davon sozusagen so verunsichern und verängstigen lassen. Und ich glaube aber in dem Augenblick, wo wir von der Welt und dem Universum praktisch dann ja auch irgendwie so verängstigt sind, dann haben wir auch ganz schnell so Angst vor uns selbst. Und das finde ich irgendwie, also es kommt mir auch nicht ganz, also für mich passt das, glaube ich, ganz im Schlussprinzip lande ich natürlich dabei, dass ich denke, okay, dann, wie wäre es, wenn wir uns darauf einlassen, dass wir diese anerkennen und dann alles dafür geben, was wir geben können, um sie gerecht und nachhaltig zu bewältigen. Und das befreit total, weil das heißt, man muss nicht die Gegenwart verklären und man muss nicht, oder ich muss nicht, also ich kann mich darauf einlassen, was ist, und das heißt sozusagen, alle Menschen haben sozusagen verschiedene Ressourcen und Möglichkeiten, das ist sozusagen, liegt ja an uns, jedem Einzelnen, aber es gibt schon, ich würde sagen, mindestens eine Sache, die jede und jeder Einzelne tun kann, so, und es ist, ich finde, was sehr bereichernd ist, das dann auch anzuerkennen, zu machen. Abgesehen davon so, jo, also ehrlich gesagt, ich möchte jetzt lieber, also ich finde eben nicht, dass ich möchte nicht mein ganzes Leben damit verbringen, und das heißt aber dann, brauche ich jetzt sozusagen ein extra Effort für die nächsten Jahre oder das nächste Jahrzehnt oder sowas. Im besten Falle. Dann haben wir das vielleicht irgendwann noch mal so ein bisschen in so Bahn gelenkt. Also die Klimakrise wird ja nie, also die Klimakrise wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange eine Krise sein, aber die Frage ist, ob wir der Klimakrise ein Krisenmanagement entgegenstellen, wo wir sagen können, es ist eine Krisensituation, aber es gibt ein Management, das kümmert sich und auf das können wir uns verlassen und da muss man manchmal ein bisschen hier und ein bisschen da und wir arbeiten irgendwie alle daran und wir sind alle involviert in einer großen Transformation. Aber wir müssen nicht weiterhin darüber streiten, wie schlimm jetzt die Krise ist, wie drastisch sie ist,
Oder ob nicht doch einfach nur China schuld ist oder so. Wir sind darüber hinweg, sondern wir haben gesagt, okay, Leute, wir legen mal los. Das würde mir schon reichen. Okay, danke. Jetzt nur zur Info, es gibt sehr, sehr viel Beifall auf YouTube, unter anderem von Maiken Winter, die hat geschrieben, danke, ganz toller Vortrag. Das kann ich nur bestätigen. Dann gibt es hier nochmal eine politische Frage, da fragt Ares 201, sitzt deiner Meinung nach überhaupt jemand im Bundestag, der als Kanzlerin noch bewirken könnte, das Paris-Abkommen einzuhalten? Also auch da ist ja nicht zu sagen, es reicht nicht, wenn es eine Kanzlerin gibt, die Paris einhalten möchte, dann Kanzler. Sondern es braucht dafür auch eine politische Öffentlichkeit, es braucht ein Setting, es braucht den Druck, nichts passiert ohne Druck. Also auch ja, also zu sagen, wir würden auch nicht diese ganze Klimazerstörung machen, gäbe es nicht eine unglaublich gut finanzierte Lobby dahinter. Also die setzt sich ja auch dafür ein, dass weiter zerstört wird. Das sind ja alles keine Naturgesetze oder Gegebenheiten. Und ich sehe überall, also das ist ja fantastisch. Ich meine, es gibt ganz, ganz tolle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich jetzt auch gerade für den Bundestag bewerben, aber auch schon Menschen, die jetzt im Bundestag sitzen oder in anderen Landtagen oder sowas. Das ist ganz beatemberaubend. Und das, also ich glaube, dass wir irgendwann anfangen müssen, wie man mit der Krisenverantwortung umgehen kann. Also, dass sie sagen, ich weiß nicht, ob das zeitgemäß zum Beispiel ist, dass man sozusagen hat, nur eine einzige Kanzlerin oder Kanzler hat. Weil ich mich manchmal frage, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass eine einzige Person das so mental handeln kann. Und ich finde es auch nicht ganz zeitgemäß, wenn man irgendwie sagt, es gibt ein Umweltministerium, das kümmert sich um Umweltsachen und der Rest macht dann halt irgendwie Umweltzerstörung. Das ist ja auch kein, also es ist für so ein merkwürdiges, so ein Good Cop versus Bad Cop Ding. Das funktioniert natürlich auch nicht. Und ich glaube, da werden wir sozusagen institutionell viele Fragen haben, weil die Krisen halt eben immer größer werden, immer sozusagen undurchsichtiger. Ne? Wie kann die EU wieder vernünftig handlungsfähig werden? Was braucht es, damit die UN zum Beispiel verbindliche Ziele machen kann, die tatsächlich noch eingehalten werden und nicht nur sozusagen so Wunschlisten sind und solche Sachen? Also da stellen sich in politischen oder sozusagen stellen sich strukturell viele Fragen. Also wie können wir unsere Demokratie so schützen, aber auch so ausstatten, dass sie weiterhin funktionierende Demokratien auch in diesen eskalierenden Krisen sein können. Dass es überall Menschen gibt, die Bereitschaft haben, auch eine unglaubliche Intelligenz mitbringen und Begeisterung und Charisma und sowas, das würde ich gar nicht bezweifeln. Ich glaube, es gibt Parteien, die sollte man aus dem Bundestag rauswählen und so, Menschen, von denen ich mir das auch persönlich wünschen würde, dass die auch, sozusagen, keine Ahnung, dass die vielleicht in anderen, ne, Sportvereinen und so vielleicht mehr Verantwortung übernehmen und weniger in Verkehrsministerien oder so. Oder so, das sind, glaube ich, so, also natürlich, also, es ist nicht jeder gemacht, um diese Art von Job zu übernehmen. Und das ist dann, wenn man es so, klar. Aber an sich, meine Menschen, das sind ja auch fantastisch. Also, was haben Menschen schon in der Vergangenheit gemacht? Und ich bin immer wieder überwältigt, was Menschen so vollbringen, wenn sie wirklich wollen. Und dann auch in allen, also sozusagen unabhängig, wie alt sie sind oder woher sie kommen oder welche Sprache sie sprechen oder so. Ja, ich habe hier noch eine Frage von Franka, eine sehr gute Frage, finde ich. Wie kriegt man dieses Bild aus den Köpfen der Leute raus, dass diese in Anführungszeichen Klimakinder ihnen alles wegnehmen und verbieten wollen? Ja, das ist interessant. Ich glaube also sozusagen, ich finde zwei Sachen sind dabei wichtig, bei den Leuten zu erzählen. Das erste ist, wir streiken nicht vor den Garagen der Menschen, sondern wir streiken vor Verkehrsministerien. Es geht nicht darum, dass wir irgendwem irgendwelche Autos wegnehmen wollen, sondern oder was auch immer, oder ihr Schnitzel, sondern wir streiken vor dem Ministerium, dass sie Strukturen schaffen und um die Dinge sozusagen zu organisieren und Politik zu machen letztendlich. Und das ist wichtig, damit wir sehen sozusagen, dass das ein strukturelles Problem ist. Und wir wissen auch, man kann den Leuten nicht sagen, sie mögen bitte mehr Fahrrad fahren, wenn kein Fahrradweg gebaut wird. Das sind politische Fragen. Und ich glaube, anzuerkennen, dass wir von strukturellen und systemischen Krisen sprechen, die strukturell und systemisch gelöst werden müssen, ist ganz wichtig, um auch diese fürchterliche Last wegzuholen von den Leuten, die doch jetzt bitte das Klima retten müssen, indem sie mit Jutebeutel einkaufen gehen. Super, Leute, macht das weiter, damit wir das Klima retten, sorry. Und die andere Sache ist, und das ist dieses, ich finde auch ein ganz, so, und das ist, und da kann man auch sozusagen, glaube ich, nochmal deutlich machen, wofür steht Fridays for Future eigentlich ein, und das ist ja Gerechtigkeit und nicht, wir sind ja nicht Fridays for Verbotspartei oder was. Und das andere ist, das ist ganz wichtig, glaube ich, dieses Bild zu schärfen
von der Klimakrise, die den Menschen was wegnimmt. Und ne, das ist, warum sind wir gerade, also sozusagen, wenn die Krisen kommen, dann sozusagen müssen wir auf einmal auf ganz, ganz viel verzichten, was uns wichtig ist. Und in der Corona-Pandemie müssen wir auf das Wichtigste verzichten, was wir Menschen brauchen. Und das ist Nähe, Wärme, Zusammensein, Liebe, Austausch. So. Und das ist richtig. Und das ist nicht die Politik, die sagt, wir nehmen den Menschen was weg, sondern es sind die Krisen, die kommen und die Menschen sozusagen und die Menschen überrumpeln und die uns auf fürchterliche Art einengen. Und es ist, wenn sozusagen ein Freiheitsverständnis, was man sozusagen als Angebot in den Raum geben könnte, wäre auch Freiheit als das zu verstehen, was wir haben, wenn wir vor Krisen geschützt sind. Und wenn nicht die Krisen kommen und uns sozusagen unsere Freiheiten berauben. Das ist ganz entscheidend. Und wenn man jetzt sozusagen noch eine Komplexitätsstufe höher gehen möchte, finde ich es schon noch wichtig, darüber zu sprechen, dass man eben in der Vergangenheit gravierende Fehler gemacht hat, weil man hat sich angemaßt, ununterbrochen Dinge zu erlauben, zu legalisieren und zu sozusagen allgemein verfügbaren Gütern, die dann schnell zu Rechten und zu Selbstverständlichkeiten wurden, die hätten niemals so gehandelt werden dürfen. Und das ist zum Beispiel eine Schüssel für 99 Cent. Das ist etwas sozusagen, es gibt kein Recht auf eine Schüssel für 99 Cent. Und das hätte niemals sozusagen einen Punkt kommen können, wo Menschen denken, das wäre ihr Recht oder ihre Selbstverständlichkeit, dass es das so gibt. Und jede Regierung, die jetzt an die Macht kommt im September, die wird wahnsinnig viel von diesen ganzen sozusagen Dingen rückgängig machen müssen. Einfach weil das wurde nicht durchkalkuliert. Das war eine Illusion. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen das Ende sozusagen, das Ende dieser Illusion erreicht. Und das muss uns sozusagen, und das ist leicht sozusagen, schnell wird es Furcht einflößen, aber das muss es gar nicht sein, wenn wir uns bewusst machen, wie viel wir schon heute verzichten, auf die Freiheit, saubere Luft anzuatmen, auf die Freiheit, sicher durch den Straßenverkehr zu kommen, wenn wir nicht zufälligerweise gerade, ach, eigentlich nie. Also die Freiheit, sicher in den Straßenverkehr zu kommen. Die Freiheit, morgen die Kinder zur Schule schicken zu können und wissen, dass die sicher ankommen, weil der Straßenverkehr kinderfreundlich gemacht wird. Auf die Freiheit, dass wir wissen, bei der nächsten Hitzewelle stirbt nicht statistisch jede sechste Großmutter von uns. Auf die Freiheit zu wissen, dass die Gesundheitssysteme nicht immer und immer weiter überlastet werden, weil die Menschen immer und immer kränker werden in einer kränkeren Umwelt. Auf die Freiheit zu wissen, dass unser Trinkwasser lange Trinkwasser bleiben wird. Auf die Freiheit zu wissen, dass wir eben nicht in den nächsten 10 Jahren eine große Wasserknappheit erleben werden. Ich meine, was sind das denn unglaublich viel, was wir heute verlieren und schon verloren haben und auf das wir verzichten? Das ist ein Teil, glaube ich, von diesen Bildern der gerechten, klimagerechten Zukunft, die wir zeichnen müssen, ne? Wenn wir uns bewusst machen, wir gewöhnen uns wahnsinnig schnell an alle möglichen Umstände. Wir haben alle selbstverständlich in unserer Jackentasche eine Maske dabei. Wir machen das dann ja auch einfach. Aber wenn wir uns einmal bewusst werden, auf was wir da eigentlich gerade alles verzichten, was uns allen vorenthalten wird, das Aufwachen, wenn man in der Innenstadt wohnt, Aufwachen morgens mit Vogelgezwitscher. Das vermisst man nicht, bis man auffällt, stimmt. Morgens gar keine Vögel mehr. Zu wissen, du gehst 2 Minuten und kannst irgendwo einen Baum umarmen, das ist gut für die Menschen, das ist wichtig für die Seele. Das geht ganz oft an vielen Orten nicht mehr. All diese Sachen. Und ich glaube, das heißt sozusagen, daraus zeigt sich ein Bild von einer Gegenwart, die eigentlich schon längst eine Zumutung ist für viele, von ganz vielen Gewohnheiten, die man fälschlicherweise als Recht missinterpretiert, die aber sozusagen Teil einer illusionistischen Politik sind, die uns sagen, die lange sozusagen so ein bisschen einen problematischen Pfad runtergelaufen sind, von dem wir uns aber allen befreien können. Und im besten Falle, ich glaube, tatsächlich, die meisten Menschen wollen ja einfach nur geliebt werden. Und das ist Gott sei Dank in der Regel eine CO2-freie Angelegenheit. Und ich glaube sozusagen, sich in einem Familienkreis zu wissen, bei Freunden zu wissen, zusammen sein zu können. Also das sind ja die Sachen, worauf es ankommt. Und das ist auch, ne, Bildung, Kultur, Pflege, Musik, Sport. Das sind alles Sachen, die Menschen glücklich machen, die Menschen mit am glücklichsten machen. Und das sind alles Sachen, die, tada, mit ganz, ganz wenig Emissionen funktionieren. Wie schön. Und dann werden wir nicht mehr irgendwelchen Cholesterin-gepumpten Chicken Wings hinterher weinen für 30 Cent. Ja, okay, ich denke, du hast also eine Frage, die hier noch steht, schon mit beantwortet. Da ist noch mal eine Frage, was müssen wir für ein Narrativ wählen, um die Menschheit gesammelt gegen den Klimakrisenkomplex zu vereinen?
Und ich würde, wenn es okay ist, noch eine Frage gleich anhängen. Also das erste war die nach dem Narrativ nochmal. Und dann schreibt Achim Reien Lernland. Er schreibt, was hältst du von der These, dass Kampf gegen etwas nutzlos ist, dass es vielmehr darum geht, mit Freude und Liebe Alternativen aufzubauen? Ich glaube, dass ein Kampf gegen Dinge ganz wichtig ist. Also wir müssen auch deutlich machen, was wir sozusagen, was abgelehnt wird, auch wenn man so schnell sozusagen in so einer, also sozusagen, das ist ja so dieses, also man wird schnell zu seiner eigenen Nische, ne? Weil man dann sagt, okay, ihr macht weiter eure fossile Party und wir machen unsere Zwiebelfarm in Portugal. Ich glaube, du musst dich am muten oder so. Und ich glaube, dieses, um zu verhindern, dass man zu seiner eigenen Nische wird, glaube ich, muss man auch sehr deutlich machen, dass es eben nicht geht. Ne? Wir können nicht jetzt sagen, hey, finanziert weiter die Kohlekraftwerke, weil wir haben ja schon unseren Weg gefunden, unserer CO2-freien Kommune zu leben. Das gehört dazu. Und ich glaube, deswegen spreche ich von einer empörten Zuversicht, weil die Empörung über das, was passiert und was wir nicht mehr wollen, wichtig ist und uns treiben lassen muss. Und gleichzeitig glaube ich, dass in dieser fünffachen Krisenzeit wenn wir nicht über die Alternative, über die besseren Welten sprechen, wird der Status quo oder die noch vergangenen, also so 2018, werden zu einem immer sozusagen verheißungsvolleren Ort. Völlig unangebracht. Aber wenn sozusagen, wenn man keine imaginative Alternative anbietet, dann werden die Menschen sagen, 2018 war eigentlich super, da hatten wir doch kein Problem mit dem. Jetzt war es auch nicht so wild. Guter Strandtag hatten wir da, vielleicht besser, wenn wir die politischen Entscheidungen dahin lassen. Und das ist, ja, aber sagen, das funktioniert natürlich nicht, weil das war auch schon damals Krise, das war schon damals so Zumutung und so weiter und so fort. Und um aber sozusagen ein Gefühl dafür zu bekommen, wovon wir uns auch abwenden, braucht es eben die Zuwendungsorte, die Sehnsuchtsorte. Und deswegen eben dieses Doppelt, Empörung und Zuversicht, empörte Zuversicht. Okay, Luisa, das war jetzt eine Stunde. Ich denke, wir sind langsam durch. Ich bedanke mich hier an alle, die so schöne Fragen gestellt haben und an die Kommentare. Und ich bedanke mich natürlich auf jeden Fall bei dir nochmal. Und ich möchte jetzt ganz persönlich auch nochmal kurz sagen, Fridays for Future hat auch mein Leben, obwohl ich um einiges älter bin, stark beeinflusst. Ich bin sehr froh, dass ich das noch erleben darf, dass diese Umbrüche jetzt stattfinden und dass so viel, wie ich finde, doch schon erreicht wurde. Ich weiß, dass es immer noch sau viel zu tun gibt, aber ich danke dir und euch, der ganzen Bewegung, auf jeden Fall sehr dafür. Und ich möchte jetzt noch an Marco übergeben, der hier die Hauptorgel gemacht hat. Der hat noch ein paar Abschlussworte. Jetzt kommt er, glaube ich, gleich hier rein. Nochmal vielen Dank, Luisa. Danke, dass du heute da warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast einen extrem vollen Kalender, also ganz, ganz vielen Dank sehr schön dafür. Und ja, wir hatten heute unheimlich viele Zuschauer und Zuhörer. Wir hatten viele Workshops mit vielen Diskussionen. War ein toller Tag. Morgen geht es 14:15 mit einem kleinen Welcome und um 2 Uhr damit drei parallelen Vorträgen und zwei parallelen Workshops wieder weiter. Für alle, die jetzt noch Lust und Zeit haben, wir haben Spatial Chat offen, das geht noch die ganze Nacht, solange ihr wollt. Ihr könnt euch in Grüppchen zusammenfinden und diskutieren, Sachen überlegen, ausbrüten, Fragen einander beantworten. Wenn du noch Lust hast, Luisa, kannst du gerne dazukommen, aber ich vermute mal, du bist auch durch. Genau, also vielen lieben Dank an alle. Wir sehen uns morgen wieder und für die, die noch möchten, also ich werde jetzt auch mich auf Special Chat begeben, so ab, weiß nicht, 8:15, 9. Und ich freue mich, ganz viele von euch zu treffen und auch viele spannende Diskussionen. Habt einen schönen Abend und wir sehen uns morgen.